Herzlich willkommen, Leute. Es ist Kriegszeit. Es geht wieder los. Wir haben einen neuen Gegner. Es ist Wochenende. Ja, und nun werden wir mal sehen. Ja, nach dem letzten Krieg, den ich aufgenommen habe, wurden mir Ratschläge gegeben von wegen, Mensch, hier warst vielleicht ein bisschen abwesend. Geh mal vorher Pipi machen und und. Ich habe Pipi gemacht. Ich habe groß gemacht. Ich habe eine geraucht. Ich habe einen Kaffee getrunken. Ich habe noch einen Kaffee da. Läuft. Also machen wir das ganz Slow Motion heute. Ja, schauen wir mal, was uns hier erwartet. So, wir haben als Gegner eine polnische Truppe und ja, es ist knapp. Es ist wirklich knapp. Wir haben 44 Angriffe hat der Gegner bei 5036 Punkten und wir haben 43 Angriffe und 4952. So, das heißt, wir liegen hinten. Das Feld wurde gerade bereinigt. Das heißt, wir können ganz entspannt uns hier was aussuchen, was wir so Schönes, Verrücktes machen wollen. So, hier, der Gegner hat auch jemanden, der bei YouTube seine Videos reinstellt. Von daher, schöne Grüße gehen raus. Ja, auf das der Bessere gewinnt am Ende. So, gucken wir mal. Was haben wir Schönes? Eine Maligna haben wir vorne. Usena. Oh, hier, dicker Lachs. Dicker Lachs, aber nicht Loki Lachs. Ja. So, mal gucken hier. Ich habe ein neues Mikrofon dran. Ja, mal sehen, ob der Ton jetzt so dann vielleicht ein bisschen besser wird. Das kommt ja immer wieder auch. Die Geschichte von wegen Mensch hier ist ein bisschen leise. Muss immer besonders laut machen bei dir und so. Jetzt hoffe ich, dass es nicht überlaut ist. Wir werden sehen. Ihr werdet mir berichten in den Kommentaren, ob das jetzt angenehmer ist oder auch nicht. So, Alfrike und die Mutter. Ja, Snollfort und die Mutter. Scuddy, Elisabeth, also alles so, was man nicht haben will eigentlich. So. Aber komm, ja, unter YouTube-Kollegen machen wir das mal. Da machen wir das mal und gucken mal, was so geht. Ja. Um Menes. So, wir brauchen auf jeden Fall dreimal gelb. Wir nehmen auf jeden Fall kein Lila mit. Wir könnten dann noch mit Blau reingehen. Oder vielleicht auch Rot mitnehmen für die Mutter. Aber also wir nehmen dreimal gelb mit. Wenn wir dreimal gelb mitnehmen, müssen wir dort schon ordentlich reinprügeln eigentlich. Ordentlich reinprügeln müssen wir. Jetzt ist die Frage, nehmen wir was mit, was auf 3 geht und dann nochmal was auf 1 geht? Also die Frage ist jetzt, macht man es in Kombination, dass man jetzt wirklich dann eine Seite versucht rauszuhauen? Ja, das ist jetzt die große Frage. Da gucken wir mal. Wenn wir Blau mitnehmen würden, würden wir auf jeden Fall sie mitnehmen. Dann haben wir relativ ja, wir könnten dann na, Krampus, wenn Scuddy mit bei ist, nicht unbedingt. Also wir nehmen noch was Blaues mit. Wir nehmen mit Alassi. Weil vielleicht können wir mit der Mana-Reduzierung was anfangen. Vielleicht. Mal gucken. So, jetzt ist die Frage, aber nehmen wir Devana und Drake mit? Ja, das machen wir. Auf geht's. In der Ruhe liegt die Kraft, die uns Freude macht. Ja, von daher lassen wir uns überraschen, was da kommt. So, Happy Birthday, sagt dazu nur. Also jetzt mal ohne Quatsch, ja. Das Board ist doch nicht deren Ernst, oder? Also, das ist doch einfach Bullshit, ey.
Aber gut, wir wollen uns nicht aufregen, wir bleiben locker und entspannt, atmen fluffig durch die Socken und gucken mal, was passiert. So, wir brauchen dennoch irgendwie Bordbewegung. Ich könnte jetzt die blauen in die rote Zora reinspielen, könnte aber auch die lilanen Steine auch noch mit wegnehmen. Das machen wir auch mal. Wir brauchen irgendwie ja trotzdem mal Bewegung, dass vielleicht auch ein Stück Gelb mit nachkommt. Ja, Snowfort ist schon am Start. Eigentlich war die Combo ganz gut. Bis auf das jetzt wieder alles geheilt ist. Heilung brauchen wir noch nicht. Wir gehen mal auf die Seite, weil wir wollen die Mutter ein bisschen zurückhalten, die natürlich mit ihrem Mana-Block dafür gesorgt hat, dass sie das doch nicht abbekommt. Eieiei, okay. Ariel macht das weg. Scuddy löst aus. Es wird nicht besser. Ja, ihr merkt das, es wird nicht besser. Snowfort löst aus wieder aus. Ist halt blöd, dass wir ihn auch nicht weggepustet bekommen da. So. Wir bleiben auf der Seite. Vielleicht haben wir Glück. Wie sieht's aus mit? Jawohl, jetzt hat sie den Mana-Buff wenigstens drauf. Und ich sehe einen gelben Diamanten. Wir riskieren es mal, um bis dahin zu spielen. Mal sehen, was Devana jetzt macht. Okay, noch leben wir. So, keine Steine in die Mutter. So, und die Mutter ist gleich ready. Also wir müssen die Seite nehmen, das hilft nicht anders. Wir haben einen lilanen Stein mit runter, wir haben noch einen blauen Stein mit runter. Also, dann gucken wir mal, was passiert. Leonidas, Devana und Drake. Okay. Und ein gelber Stein. Und blau, das war natürlich göttlich. Den spielen wir auch mal gleich. Und dann nehmen wir uns die Seite vor. Selbe Spiel in grün. Wir hauen Leonidas, Devana und Drake drauf. Und dann gucken wir mal, wie das Feld aussieht da auf der Seite. Okay. Hinterher. Und dann ist es hier laufen. Ja. Also, tut mir leid, ne? Also der Punkt ging an mich, ne? Von daher alles gut. So, Glück gehabt. Okay, schön gestartet. Nun wollen wir doch mal gucken, was wir da so machen, was hier noch so geht. Natürlich auch ordentlich was Gelbes verballert jetzt an der Stelle. Doppelgelb drin. Doppel-Yellow. Doppel-Yellow schreit nach Lila. Doppel-Yellow schreit nach Lila. Vivica langsam, Kadielen schnell, Malignas Mittel, wenn ich mich recht entsinne, genau. Und Mittel außen. Also schön wäre, wenn wir was mit Speed auf der Kette bekommen. Also probieren wir das mal so. Quarz kann von Vivica das Gedönst wegmachen. Cage kann eventuell von Kadielen das eine irgendwie wegmachen. Was nehmen wir denn da aber noch mit? Können natürlich Rot mitnehmen. Können natürlich Rot mitnehmen.
Angriffsverstärkung wäre es natürlich spannend, wenn wir. Der Gorilla geht halt auch schnell unter, ja. Aber auf der anderen Seite, wir werden Steine haben. Ja. Wir werden einfach Steine haben. Von daher bin ich optimistisch, dass das passt. So, 5er, 5er passt. Die andere passt sowieso alles nicht. Von daher Attacke. Von daher Attacke. Okay. Es ist erstmal was da. Jetzt müssen wir mal grübeln. Wenn ich die roten oben spiele, also nicht oben links, sondern in der Mitte, dann rutschen die lilanen hoch und das geht in lila. Wir brauchen theoretisch zwei lilane Matches. Wir spielen mal den. Genau, ich wollte gucken, was nachkommt. Ja, das war jetzt quasi der Hintergrund. Ich wollte gucken, was nachkommt. So. Wenn wir das so rüberspielen mit Rot, dann geht das in Lila. Und noch ein Lilaner rutscht nach. Das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Wir machen das mal so. Ah, blauer Diamant in der Mitte. Blauer Diamant in der Mitte. Nee, wir machen das so, dann haben wir noch ein lila Match, wenn wir rot gespielt haben. Okay. So, wir machen ihn aber erstmal an und knattern da erstmal gleich drauf. Ja? Weil wenn wir den jetzt spielen, haben wir danach nochmal lila. Okay. Dann spielen wir das so, weil dann haben wir danach rot unter Kadilen. Das ist auch in Ordnung. Und dann gehen wir auf Kadilen. Ich finde die tatsächlich, ich werde es nie lernen, ja, also was heißt nie lernen? Ich werde es nie leiden können, dieses Ausweichen beim Gegner. Ich hasse es. Ich hasse es einfach nur. So, wir spielen mal hier, um zu gucken, ob Lila nachkommt. Besten Dank dafür. Das hat gut geklappt. Warum das nicht immer so klappt? Durch die Mitte, alle geladen. Okay. Wie viel hat sie? Mehr als die Hälfte. Das finde ich gut. Angriffsverstärkung, Cage drauf. Okay, sie hinterher. Und wenn es nicht reicht, aber es wird reichen, dann hätten wir zur Not noch den lilanen Stein da drunter gehabt. Ja, läuft. So. Dann sammeln wir mal wieder von vorne. So. Wieder gucken, ob was kommt. Okay, jetzt können wir auch reinspielen. Dann haben wir Lila hier wieder. Okay. Dann gehen wir da mal rüber. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber wir probieren mit den zwei roten, ob das. Ah, geht nicht auf. Okay, also die Beule kriegen wir ab. Oh, Frosch im Hals. El Froscho. So, da bekommen wir Lila. Okay. Null Problemo. Null Problemo, würde ich sagen. Ist auch geil, ne? Davor haben wir gucken müssen, wie wir irgendwie die Reste wegbekommen, ne? Und jetzt kommen sie alle wie Kai aus den Löchern, ja? Und machen ihre Angriffe. Ich werde es nie verstehen. So, okay.
Dann haben wir hier oben noch ein ordentliches Brett. Das nehmen wir uns mal auch noch. Wir wollen ja nicht, dass es heißt, dass ich nur leichte Gegner nehme. Ba, 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 ba. Okay, da können wir also wieder irgendwas mit, ja, da können wir irgendwas mit Geld machen wieder und da können wir auch irgendwas anderes machen. Okay, was mit Gelb und was mit vielleicht Lila? Vielleicht auch mehr Lila als Gelb? Ich weiß es gar nicht genau. Ich bastel mal. Ich habe noch keinen richtigen Plan. Ich bastel mal. Ich bastel mal. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Gazelle nehme, ja, dann und Uraeus, dann bin ich relativ langsam unterwegs. Dafür, dass Hanna relativ zügig unterwegs ist. Dafür mache ich aber relativ viel Schaden mit meinen Steinen. Ja, wenn ich jetzt noch Griffin reinpacke, dann ist der Steinschaden schon ganz ordentlich. So, kriege ich die Gazelle an, ist alles im grünen Bereich. Kriege ich sie nicht an, habe ich ein Problem. Ich könnte natürlich auch zum Beispiel Griffin mitnehmen, Nebel und was weiß ich, Tor oder so. Dann bin ich relativ zügig unterwegs. Ja, und krieg mit wenig Stein ordentlich Schaden gemacht. So, die Frage ist, was ist längerfristig gut? Ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass ich eventuell auch irgendwie von der Professorin den Scheiß darunter nehme. So, Krampus macht keinen Sinn. So, Glenda würde mich, wenn ich mich recht entsinne, befreien von dem Kack. Würde mich von irgendwelchen Schlindins befreien. Aber ich glaube auch nicht den Gegner. Nee, auch nicht den Gegner. Ich bin unentschlossen. Ihr merkt das. Ich bin unentschlossen. So. Was ist, wenn wir das so machen? Also wenn wir die Kollegen anbekommen und kriegen ein paar Steine. Roms, weg. Haben wir keine Steine bekommen? Roms in meine Richtung. Angriffsverstärkung würde mit Kirill keinen Sinn machen, weil die Gazelle das überschreibt. Und alles, was wir vom Gegner abkriegen, solange wir die Gazelle an den Start bekommen, ist okay. So, wir probieren das so aus. Ja? 4-4 gegen 5. Ist doch fair. Let's fetz, let's fetz. Was ist das? Ohne Kack. Mann, ey, das ist doch wirklich, also. Es ist kein schönes Startboard. So, ich spiele erst den, auch wenn ich blau gesehen habe. Aber ich versuche mir jetzt den blauen Diamanten zu bauen. Auch wenn hier blau nicht meine Hauptfarbe ist, aber. Ja, na klar, immer rinnen in den Kollegen da. Immer rinnen. Okay, dann spielen wir den. Das müsste ein Doppelgelb geben in der Mitte. Okay, sogar Diamant, sehr schön. Warum kann Elisabeth nicht sterben? Ah. Ja, da sind sie auch schon weg da unten. Okay, Concentration. Hanna stirbt über die gelben Steine. Elisabeth stirbt danach über den gelben Stein. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Mit wem schießen wir jetzt? Also wo schießen wir mit Alice drauf?
Ich gehe mal auf Fock. Weil ich glaube, er wird früher auslösen als der Rest. So, Heiler ist tot. Nicht cool. Ja, wir haben den Angriffsdown gehabt. Das ist nicht so cool. Okay, so, sie stirbt also nicht über diesen einen Stein. Das war natürlich eine super Geschichte. So, wir machen sie mal an, weil es hält uns nun mal ein Stück weit länger am Leben. So, Fock wird einen von uns killen. Das müssen wir versuchen zu verhindern. Und genauso müssen wir gucken, dass bevor die Heilung kommt, am besten Elizabeth weg ist. Na, das ist ja super. So, dann kann er sich da hinten wiederbeleben. Aber er wird uns einen raushauen. Komm, wir probieren das mal aus. Als hätte ich es vorher gesagt, oder was? Okay. War eine super Geschichte. So, dann spielen wir. Ach, was war denn das für ein Blödsinn, was ich da gerade vorhatte? Wir spielen hier den mal hoch, dann haben wir einen blauen. Nein, 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 nicht so viel, nicht, nicht. So, jetzt haben wir quasi einen blauen da drunter. Das reicht für Elizabeth auf jeden Fall. Problem, Fock kann auslösen und der Special war verschenkt. Natürlich trifft auch Fock genau den, der nicht profitiert von der Gazelle. Danke. Danke. Glück gehabt, so, dass da hinten noch einer wegging. So, und jetzt ist die Frage, um wen kümmern wir uns als nächstes? Scuddy wird gleich auslösen, also werden wir ihn erstmal den Attack Down draufgeben. Und werden jetzt mal hier richtig übel durchdrehen und das Board komplett flippen. Das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Aber auch noch nicht verloren. Das war glücklich. Ja, und stirbt nicht. Ach Mann. Also wir werden sterben, ja, das ist ein Fakt. Die Frage ist jetzt, ob wir Scuddy da hinten noch wegbekommen, indem wir jetzt diesen Wahnsinns-Punch machen und den Diamanten poppen. Oder rausgehen. Kann nicht so richtig sehen, ob da wirklich was zusammenkommen könnte, weil so viele rote Steine auf der rechten Seite wegkommen und es so dolle davon abhängt, was da kommt. Jetzt ist die Frage, wenn Scuddy 200 Punkte mehr hat, ist das jetzt schlimm? Wahrscheinlich nicht. Von daher gucken wir mal. Glück gehabt. Glück gehabt.
Wir werden trotzdem sterben, ja. Wir haben 49 Frost, Auto-Attack kommt auch gleich. Und ich habe nicht mal Steine, die ich da reinjagen kann, wenn ich das so sehe. Weiß nicht, was ich sagen soll. War einfach scheiße. So, Power macht den. Besten Dank dafür, weil ich den verkackt habe. Ärgerlich, ärgerlich. So, okay, was haben wir denn hier? Ja, wenn wir mal nicht traurig werden hier, Alfrike. So, will ich irgendwie auch nicht. Kommen wir jetzt aber auch hier. Was haben wir denn noch hier? Können wir es mit Geld mit Ausweichen mitnehmen und Heilung wäre auch okay. Können aber auch da übel grün reinmauken. Und dann müssten wir versuchen, erst Alfrike wegzuklatschen und dann die Mutter. Hört sich nach einem Plan an. Hört sich nach einem Plan an. So, keine halben Sachen, muss richtig wehtun. Und jetzt müssen wir überlegen, was wir noch mitnehmen. So, falls das ganze Klatsche nicht funktioniert, nehmen wir Gelb wirklich nur als Unterstützung mit, um Zeit zu gewinnen. Dass wir dann die anderen am Start haben. Ja. Ja, das machen wir so. Okay. Darauf einen Kaffee. Na, gucken wir mal, was wir rausbekommen hier. Fangen wir mal an. Bringt ein grünes Match. Okay. Tja, spielen wir die Grünen in Alfrike rein. Wir spielen erstmal die und gucken mal, was kommt. Dann spielen wir mal die und gucken, was kommt. Spielen wir mal die. Ne, auch nicht so viel in die Mutter. Eieieiei. Ich sehe den blauen Diamanten in der Mitte. Ich will ihn mit Absicht nicht machen. In der Hoffnung, dass Alfrike jetzt nicht auslöst. Warum musstest denn du jetzt mich hier anmeiern? Ah. Das ist gar nicht so einfach. Mutter ist gleich ran. Und Morell auch. Pass auf, wir machen das. Ah Mann, wie macht man das denn am schönsten? Ja, du bist doch fett, ey. Wenn ich Fock auf Morell schieße, danach Elkan hinterher, müsste wahrscheinlich Morell weg sein. Alfrike ist so geschädigt, dass Lyanna auf jeden Fall sie wegballert. Anders wüsste ich jetzt nicht, so könnte ich zwei mit einer Klappe schlagen. Habe aber das Problem, dass ich hinten die Mutter habe, die fast wieder am Auslösen ist. Aber irgendwie wüsste ich jetzt nicht.
wie ich es anders löse. Wir machen das mal so. Wir schießen mal den da drauf. Gucken mal, wie Morell das verdaut. Okay, hat er ganz gut verdaut. Also fast tot. Wir haben aber nichts Adäquates drunter. Wir können blau reinspielen, kriegen danach gelb zusammen. Haben aber das Problem, dass dann Alfrike und Morell auslösen. So, jetzt schießen wir die da ab. Dann haben wir von denen erstmal Ruhe. Haben aber das Problem, dass, wie gesagt, die Schweinemutter gleich um die Ecke kommt. So, deswegen spielen wir mal hier. Gucken mal, was da passiert. Spielen mal gelb da rein. Können zumindest jetzt mal ausweichen, wenn er Uda um die Ecke kommt. Das ist auch okay. Er weicht nicht aus. So, wir brauchen Heilung, also spielen wir erstmal den, dann gucken wir mal, was passiert hier. Sie weicht natürlich nicht aus, sie weicht nicht aus. Habt ihr schon mal gehört? Die weicht nicht aus, ja? Die weicht immer nur aus, wenn sie beim Gegner steht. So. Alfrike müsste sterben über die Grünen, aber es kotzt mich an. Es nervt. Es nervt. So, dann haben wir da nochmal Grüne zusammen. Jetzt geht Blau schon wieder in der Uda. Also jetzt ist aber auch mal gut hier. Ja, das wieder mal wiederum war nett. Ja, nett ist ja eigentlich die kleine Schwester von Scheiße. So, wen nimmst du? Nimm mal Elkan. 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 Das war nicht Elkan. So. Na dann, die Mutter muss weg. Koste es, was es wolle. Gelb haben wir drunter, zwei Steine, sollte reichen. Können wir da drauf gehen und da, die Mutter sollte weg sein. Natürlich ist Aouda ausgewichen. Ich Horst, warum gucke ich auch nicht? Aber Gefion kann auch ausweichen, ne? Ne, Gefion nicht. Natürlich besonders clever von mir gespielt, weil ich ein richtiger Fuchs bin manchmal. Okay, wir haben Mana Boost drauf. So. Dann Mana Booster deines Amtes. So, wir nehmen Gefion raus. Die kann zumindest mal nicht ausweichen. Edge Badge. So. Okay. Ah, hat er mir meinen Grünen da kaputt gemacht. Schweinebacke. Schweinebacke. So, weiter geht's. Zeit läuft. Ja, ist immer schön hier mit Gelb. Also freue mich auch drüber, aber Grün wäre schön. Grün. Grün. Okay. Danke. Ach, guck mal, jetzt hast du doch Elkan genommen. Verkehrte Reihenfolge, auch egal, gewonnen. Gewonnen. Was macht der Gegner eigentlich? Der hat nochmal angegriffen hier zwischendurch. Ein bisschen. Okay, zwei Angriffe haben wir noch. Zwei Angriffe. Zwei Angriffe. Was haben wir denn noch an Helden hier? Was haben wir denn hier? Lila haben wir noch einen Arsch voll. Blau können wir auch noch mit dienen und Rot, ja. Ich bin ja, Rot ist ja so meine Hassfarbe irgendwie. Rot ist ja meine Hassfarbe. Das wäre aber genau was für Rot. Oh, Ryan. Oder Rainy. Wie auch immer. Der war Mittel. Na komm. Rainy in Rot. In Rot, in Rot, in Rot. Dazu nehmen wir das da. Und das da. Und dann nehmen wir das da. Und das da.
und das da. Das kriegt da, das ist da. Thor braucht die 20er, um in 6 Steinen geladen zu sein. Wir haben nichts zum Wegmachen von dem ganzen Husten, weil wir gehen schlicht und ergreifend davon aus, dass wir so viele Steine bekommen, dass wir gar nichts wegmachen müssen. Los. Man muss ja auch immer ein bisschen optimistisch denken, ja? Und der Optimismus zeigt dir an der Stelle den Stinkefinger. Ganz einfach. Das Board ist nämlich hässlich. So. Und jetzt beruhigen wir uns und spielen hier mal fluffig rein. Das Board muss sich nämlich entwickeln. Ja? Also walten wir unseres Amtes und entwickeln mal das Board. Nochmal mal hier so ein bisschen was. Nochmal ein bisschen Diamant. Autsch. Er macht aber auch ein ganz kleines bisschen Beule, ja, muss man ja mal sagen. Also, meine Herren. So. Okay. Das da. Das da. Ich sehe zum Beispiel den lilanen Diamanten. Ich sehe unten rot. Ich sehe, dass wenn ich den lilanen Diamanten spiele, gelb in Kadilen reingeht. Ich sehe, dass zum Beispiel Thor tot ist. Ja. Ich sehe, dass sich hier mittlerweile, ich glaube, alle anstecken. Das war doch dieser ausbreitende Husten. Ja. So, ich habe zum Beispiel gerade nicht gesehen und vergessen, dass ja Kadilen ihren Kack nicht machen konnte, weil Nebel draufgehauen hat und ich Oschi da zum Beispiel nicht draufgeschossen habe. Das war natürlich ein Wahnsinnsfehler gerade von mir gewesen. Ich bin begeistert. So, nehmen wir die alte erstmal runter da. Die nervt. So, ich sehe zum Beispiel, dass es an sich gar nicht so gut aussieht. Ja, und dennoch bleiben wir optimistisch. Dieser Konter geht noch wahnsinnige 4 Züge. Das ist auch so ein richtiger Knaller. Und wir poppen mal den Diamanten, weil wir brauchen hier erstmal Bewegung. So. Das war's gewesen. 1000 noch was Schaden ist natürlich eine nette Geschichte. Okay, so, dann nehmen wir den lilanen mal. Das geht in den Rot mit rein. Dadurch kriegen wir erstmal ordentlich Schaden. Er kommt wieder um die Ecke. Und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir relativ zügig hier in irgendeiner Form was machen können. So. Aber eigentlich ist das Ding auch irgendwie schon gelaufen. Es sei denn, hier kommt mal jetzt was Rotes, was nicht kommt. Und das ist halt blöd, weil wir kriegen den Heiler nicht an. Das war doof. Das war so richtig doof. Das war so richtig doof. Power wird das eventuell lösen dann am Ende, so dass wir da noch mal einen vollen nehmen können. Aber irgendwie war das gerade doof. So, dann nehmen wir noch ihn hier. Gelb können wir nicht machen, aber mehrere Lilane drinne. Da machen wir mal was mit Lila. Jetzt können wir überlegen. Wir gehen ein bisschen auf Geschwindigkeit und lassen mal Kadilen draußen. Kadilen sage ich schon, den Killhasen natürlich. Und dann ist gut. So, was nehmen wir denn noch mit hier?
Natürlich auch blau mitnehmen. Ja, können wir machen. Ja, die Angriffsverstärkung von Rigard und Krampus, die heben sich gegenseitig auf, ist aber nicht so schlimm. Das nehmen wir mal so in Kauf. Und dann geht das rund. Rund, 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 rund. Ich sehe zwei Matches, ein blaues und ein lilanes. Und gefühlt, wenn dann nicht sofort was nachkommt, sieht das auch schon echt schlecht aus. Ja? Und bevor jetzt einer sagt, warum hast du denn nicht gelb mitgenommen, da ist doch Odin mit bei. Ja, man kann Odin die Steine wegnehmen. Ja, wenn man noch gelb hat. In ausreichender Menge. Und mit gelb gegen Usena spielen will. Und ich habe gerade gesehen, es gibt noch ein zweites gelbes Match. Also hätte ich gelb mitgenommen, dann wäre es wahrscheinlich genau richtig gewesen. Jetzt hat mir dieses kleine Schweinespiel mein lilanes Match kaputt gemacht. Das war ja ein bisschen fies. Gucken wir mal, ob noch was kommt. So, Usena wird gleich kommen. Okay. Okay. So, wir spielen erstmal die da hinten rein. Genau, damit ich den Kollegen anhabe. So, dann können wir mal in der Mitte mal was reinspielen. Das ist nicht kein schönes Board, das muss man mal so sagen, ey, kein schönes Board. So, wir knallen jetzt da hinten auf Odin, weil Odin soll bitte jetzt auf Krampus schießen. Dass wir dieses Problem in Anführungsstrichen erstmal weg haben. Ja, hat er schön verspottet, so will ich das sehen. Wir haben trotzdem die Problematik, dass wir keinen Lila haben. Wir spielen mal den, dann kriegen wir auf der linken Seite wenigstens Lila. Okay, und kriegen noch in der Mitte. So, Usena löst aus, geht nochmal auf Krampus. Das ist erstmal gut, aber dann brauchen wir trotzdem zeitnah hier Heilung, weil alles wird Krampus auch nicht abfedern. So, wir gehen mal auf die da und die da. Oh. 45 Punkte. Dass die blöde Kuh überlebt. Besten Dank, wirklich. Besten Dank. Okay, wir spielen den Doppelwopper. Jetzt kriegen wir eine gepelzt. Haben kein Lila, um Heilung anzuwerfen. Kein nichts, kein gar nichts, kein nix, nix, einfach nix. Oh. Ja, Krampus kriegen wir zu spät. Odin lädt durch. Und dann steht, wenn wir Glück haben, noch Satana und Glenda. Also nur Satana. Satana, Santana, Satana. Macht einem ganz wuschig. Ja, wir sterben eh gleich, ne? Also von daher können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas nachfällt. Nö. Man auch sagen, so gewinnst du keinen Krieg. Ja. Wenn du hier so einen Scheiß machst. Aber so ist das manchmal. Ja, und man sieht es auch, ne? Wir sind nicht konstant. Das muss man einfach sagen. Wir sind heute nicht konstant. Wir zu wenig die vorne da
Die Punkte holen 222, das ist mit Sicherheit nicht das, was der Anspruch wieder mal ist. Wie sieht es dann aus? 39 Angriffe hat der Gegner noch, wir haben 20, das heißt also 19 Angriffe, wenn wir davon ausgehen, dass sie jetzt 20 mal one-shotten würden, ja, dann wären sie bei 6.100, wir bei 5.700 und dann weißt du, wie es ungefähr steht. Ja. Das ist natürlich nicht schön. Aber was willst du tun? Ja, von daher, das war der Krieg gewesen. Wir werden uns heute wiedersehen, nämlich wenn wir auf den Knopf drücken. Ja, es ist Ninja-Beschwörungszeit und da werden wir mal gucken, was wir uns da so gönnen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Kriegszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.